deine Firefly-Basis. Vorsichtig sein und zusammenbleiben. Miese Fixer. Und damit ein fetten Elgemöltikus von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem Ründchen The Last of Us Multiplayer. Ja, Lewe und ich hatten ja vor etwas, vor etwas längerer Zeit mal angefangen hier, Wie mache ich nochmal was? Ich habe gerade überhaupt keinen Plan mehr. Ja, passt schon. Alter! Geht direkt hier gut los, ey. Oh, ich habe keine Muni mehr. Oh Mann, ich muss mich erstmal wieder ins Spiel reinfuchsen. Ich habe das nämlich schon länger nicht mehr gespielt. Ich hatte das vor längerer Zeit mal mit Lewe ein bisschen die Story. Da haben wir auch ein paar Videos zu gemacht. Aber dann haben wir das doch sein gelassen erstmal. Aua, so ein Witzer. Und, Alter, das geht direkt hart ab hier. Also wir hatten das erstmal sein gelassen wieder. Und, hoppala. Ich gerade einfach nichts von der Steuerung weiß. Scheiße. Ich hab mir gerade mal so gedacht, ja, könntest doch mal Multiplayer, vielleicht wollen die Leute das ja sehen, weil der ja eigentlich, finde ich, ziemlich spannend ist. Und hab überhaupt keine Ahnung, wie ich was mache. Bam, schießen kann ich. Jawohl. Ich hab keine Ahnung, wie geht man noch mal in Deckung? So nicht. Nee. Nee, so auch nicht. Gute Nacht. Nein. Moment mal, man konnte gar nicht in Deckung gehen. Oh, danke für die Heilung. Man konnte ja gar nicht in Deckung gehen. Scheiße. War ja gar nicht peinlich gerade. Holy shit. Ich häng da die ganze Zeit. Wie lade ich nach? Oh. Nee, nicht wie lade ich nach. Wie. Wie gehe ich in Deckung? Aber dabei kann man gar nicht in Deckung gehen. Geil. So. Jetzt bin ich aber auch wieder ein bisschen drin hier. So, man konnte sich ja auch verbessern und Munition holen und sowas, aber dafür habe ich noch nicht genug. Ja, ich spiele übrigens mit dem Automatikgewehr, was irgendwie ein 12-Schuss-Magazin hat. Das ist wahnsinnig viel. Das habe ich mir übrigens gekauft für, was hat das nochmal gekostet? Irgendwie 2 Euro. Aber man kann die auch die Waffen irgendwie in solchen Fährerparks holen. Dann spart man ein bisschen was. Scharfe Bombe, Achtung! Wow. Der hat gesessen, du Wichser. So, schnell alles mitnehmen hier. Bam! Aber sowas von tot! So, und hier kann man ja auch diese Vorräte mitnehmen. Die braucht man ja, um seine Gruppe zu ernähren. Alter, der hat ordentlich geschluckt. 9 von 9 habe ich schon. Das ist nice. Oh, ich will immer mit Viereck nachladen. Das Gruppe ist schon mal sicher für diese Nacht. Wir haben genug Essen. Dann können wir gucken, ob wir noch ein bisschen mehr kriegen, um unsere Gruppe wachsen zu lassen. Wie ich schon bei dem Story-Videos gesagt hatte, ich hatte das damals auf PlayStation 3 gespielt, The Last of Us. Und, ja, da habe ich es auch ordentlich gespielt. Das hat auch ordentlich Spaß gemacht. Von daher, ich weiß so im Groben, wie alles abläuft, aber ich weiß halt nicht viel. Wisst ihr Bescheid? Muss mich halt doch noch ein bisschen reinfuchsen und alles. So. Okay, Mann, los geht's!
Sekunde. Eine Sekunde. Nee, die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht kaufen. Ich möchte einfach mal hier jetzt verbessern erstmal. Das erscheint mir logisch. Ah, konnte man nicht auch irgendwie die Schulter wechseln? Wie ging das nochmal? Ah, mit der 1. So. Oh. Aua! Und dann kommt er genau von da. Ach komm. Schweinerei. Ja, ich hatte gerade gekauft, von daher. Ja, 17 zu 13 steht es für uns. Das ist ja schon mal nice. Okay, da wird geschossen. Da wird scharf geschossen. So. Vorsichtig. Verlierst die Führung. Ja, doch ist alles gut. Muss auch erstmal wieder reinkommen hier. So, unser Typ da hinten ist auch noch gestorben. Deswegen werde ich da jetzt einfach mal nicht hinrennen. Wir wollen ja nicht unnötig hier noch irgendwelche Tode reinkriegen. Ist das ein Kopf? Nee, ich glaube nicht. Ja, der Multiplayer von The Last of Us ist halt insofern spannend, dass er anders ist als andere. Man hat nicht viel Munition. Man muss halt präzise schießen. Fuck. Aua. Und ja, halt nicht einfach wild draufballern, wenn man einen sieht, sondern gucken, ja, kriege ich den jetzt, kriege ich den nicht? Ist es jetzt klug drauf zu schießen oder nicht? Weiß gerade gar nicht. Ja, okay. So, den haben wir. Den haben wir auch. Jawohl. Okay, 4 Schuss ist jetzt nicht so viel, aber hier haben wir noch ein bisschen was. Jawohl. Ich will immer mit Viereck nachladen. Ich muss mich halt noch ein bisschen reinfuchsen in die Steuerung. Also bitte seid ein bisschen verständnisvoll mit mir. Das wird alles noch kommen mit der Zeit, wenn ich das einfach mal wieder öfters gespielt habe. Da hinten war einer. Oh. Aua! Die haben mich erwischt! Ah, Alter! Da muss ich mich erstmal kurz heilen. Braucht die Munition. Alter, wie mein ganzes Team gestorben ist. Bam! Jetzt gibt's... Aua! Scheiße, da kam noch einer von hinten. Bam! Jetzt gibt's... Aua! Auf Deckung! So. Ich kauf mir mal die Rüstung. So, und dann nehme ich auch noch mal die Rauchbomben mit. Okay, Mann, los geht's. So. Ja, es läuft eigentlich schon ganz gut für uns. Ich bin auch nicht einfach nur so ein Mitläufer. Ich mache auch meine Teamunterstützung hier. Also für die erste... Bis jetzt schon ganz ordentlich. Vor allem, wenn man erstmal noch die Steuerung kennenlernen muss und alles weitere. So, vorsichtig. Ja. Okay, pass auf, den holen wir von der Seite weg. Okay.
So. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Kann man sich gegenseitig die Items wegsnacken, die Munition und sowas? Ich glaube nicht, oder? Oh. Medizin nehme ich gerne mit. Da liegt irgendwas. Was haben wir denn da? Was ist das? Ist das so eine platzierte... Ja, das ist eine platziertere Nagelbombe. Kann man die wegschießen? Okay, gut. Hat zwar einen Schuss gekostet, aber... Oh, snap, Alter. Der hat gesessen. Aber perfekt war der Wurf. So nicht, mein Freund. So nicht. Okay, der wird schon geheilt. Oh, 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 oh. Auch! Okay, der hat... Ah! Aua, aua! Hilfe! Oh, scheiße. Da wollte ich mich noch schnell heilen, aber dann kam er vor. Aber er ist auch verbrannt. So. Na, meine Rüstung ist halt wieder im Arsch, ne? Dann müsste ich mir theoretisch neue kaufen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal die Phantom hier. Mal gucken, was sie kann. Das ist ja meine Special Waffe hier. Da ist sie. Okay. Oh, Entschuldigung. Einmal kurz hüsten. So. Also ich finde den Multiplayer von The Last of Us, den haben die echt gut hingekriegt. Man hat halt weniger rumgeballer, aber man hat trotzdem echt eine andere Art von Spannung drin, die ist echt nice. Ausräuchern! Nein! Ich wollte gerade mit der Smoke. Komm, töte ihn, töte ihn! Schwing den Arsch hier rüber und hilf mir! Mach ihn platt! Nein! Nein! Oh, scheiße. Ey, ich wollte gerade noch was kühlen. Ich brauche Hilfe. Aber erstmal herstellen. So, das können wir. Kaufen wir uns nochmal Munition. Ich denke, das kann man gebrauchen. Weil wir Munition jetzt echt genügend haben, weil wir auch unsere Dingens haben, unsere Special Waffe. Ah, ich denke mal, Munition kann man nicht zu viel haben. Ah, die konnte man ja auch aufbessern, ne? Die Nahkampfwaffen. Da. So, dann sind die, glaube ich, One-Hit gewesen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall machen die deutlich mehr Schaden. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen aufgeholt. Müssen wir uns jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass wir die nicht zu nah rankommen lassen jetzt. Noch haben wir die Führung. Kann auch gerne so bleiben. Okay, Mann, los geht's! Kann losgehen! Okay. Sieht frei aus bis hierhin. Oh. Mal sehen, wie sie das mögen! Ja, du Wichser! Ach, es sind auch nur noch 20 Sekunden. Oh Gott, wenn jetzt noch einer von uns stirbt, können wir das sogar noch verlieren. Töte ihn. Los. Komm, da schaffst du. Ah, okay. Ach, gewonnen. Jawohl.
Wie habe ich gespielt? 6 K.O.s, 5 Exekutionen und 6 Tode waren das, glaube ich, ne? Puh, das war eine gute erste Runde. Ordentlich Spaß gemacht. Oh, plus 4. Oh, wie viele Überlebende kriege ich? Ah, 5 dazu. Jawohl, jetzt habe ich 10 Stück. Die Gruppe ist am Wachsen. So, und mit der wachsenden Gruppe würde ich sagen, verabschiede ich mich hier von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und über ein Abo würden wir uns natürlich auch immer wieder freuen. Und dann sehen wir uns auf dem Video. Tschüss.